Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir haben hier letztens dieses komische Datenpaket hier eingesammelt oder aufgelesen oder angehört, das der liebe Helis für uns gesprochen hat. Helis ist nicht lieb, nee, das ist ein böser Bastard, so. Wie gut. Ein Bild von Meridian und dem Turm. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, Erzählt hatte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber Hohepriester Bahavas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt. Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden, alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten fehlt, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. Das macht irgendwie Sinn, was er da labert. Das ist eigentlich das Größte, was er sagt, ist Kauderwelsch. Nee, ich will das hier scannen. Kein Erbarmen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Och, Helis, wie kann man so verblendet von Glauben sein? Das ist einfach nur so... Wenn der Schlaf nicht kommen will, denke ich an unsere Hochzeitsnacht. Wie du mich im Ehebett empfangen hast. Wie ich, als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betrachtete. Trotz seiner Schönheit hasste ich seine Zerbrechlichkeit. In mir wuchs sein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und das Zimmer, den Geruch von Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen, all dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir. Wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper, ausgestreckt neben meinem, schien aus Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest. Sofort wachsam, wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Irgendwie tut er mir doch leid. Was ist mit dem Typen los? Hier ist ja noch ein Datenpaket. Alter. Oh. Solange König Itamen in Sonnenfall dahin sieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen. Doch der Einfluss seiner Mutter schwebt wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es in fort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da, drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nicht sehen kann? Uiuiuiui. Prophezeiung. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jeden Morgen erwache ich aus demselben Albtraum. In derselben Realität. Das heilige Meridian in den Händen von lasterhaften Gestalten. Unwürdigen. Der Turm, der wie ein glitzernder Stachel in meinem Geist am Horizont aufragt.
Jeder Morgen im Exil ist ein Symbol des Versagens. Aber die Tage sind gezählt. Ich werde Meridian zurückerobert sehen, die Lasterhaften vernichtet und einen wahren König auf dem Thron. Ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Bist du ein Verkünder des Kauderwelschs? Warum? Drücken, okay. Oh! Das hatten wir auch noch nicht. Okay, ist neu. Bitte überlebe, Aloy. Das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Jede Menge hier zum Kundschaften. Da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Mach ich ja. Bloß keine Hektik hier. Ich fühle mich echt nicht wohl bei dem Kleppergestell hier, wo wir gerade hochklettern. Ich fühle mich echt gerade unwohl. Okay, hier sind wir. Sehr schön. Komm, hau drauf, Elle. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Ach du Scheiße. Aua. Wir haben ein Problem. Wir haben ein fucking Problem. Einheit ist jetzt hier. Was? Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht. Aber das hier nicht. Vernichtet die Einheit. Ach du Scheiße. Oh shit. Oh shit. Aloy, es wäre jetzt Zeit, hier runterzukommen. Och du Scheiße, nicht schon wieder Jump'n'Run! Kein Jump'n'Run! Nein! Ich hasse Jump'n'Runs! Lass mich doch in Ruhe mit eurem fucking Jump'n'Run! Aua! Fuck you! Ja, ich kann nicht schneller klettern! Glaubst du, ich halte ein Schläfchen? Ja. Ja, Schläfchen wäre jetzt echt lieber. Aber wo ist hier hin? Hoch! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Au, 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 au. Au, au, au. Ich hasse fucking Jump'n'Runs. Oh shit. Ach ja, das ist wie damals. Raus hier, fucking. Nochmal. Hi. Nicht kämpfen, lauf. Okay, alles klar. Macht mehr Sinn. Oh shit. Shit, 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 shit. Ey Leute, nicht brennen, das ist ungesund. Oh scheiße. Ups. Das überlebe ich aber nicht. Wo soll ich hier hin? Das überlebe ich nicht. Hi. Geh weg. Ich brauch fucking Heilung. Nein. Lass mich in Ruhe bitte, danke. Die ganze Basis ist alarmiert. Ja, hi. Bin ich da? Ja, ich bin auch dabei, gerade weiter zu rennen. Ich lauf doch schon. Das ist der Ausgang. Ich weiß. Abseil. Schön, Leute. Wie geil. Das war geil, das am Ende. Oh, shit. Deswegen der Wasserfall. Das war geil. Das war mega. Das war episch. Gefällt mir mega. Aloy? Wir leben.
Plot Twist. Das war geil. Aloy, geht's dir gut? Siehst leicht feucht aus. Ach scheiße, das klingt falsch. Egal. Hi. Es war knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele. Das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Was? Du verdammter Mistkerl. Oh ja, das ist er, auf jeden Fall. Der wird mir unsympathischer. Ich will den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auch nach Sonnenfall. Und Zero Dawn. Dunkle Geheimnisse der Erde. Begib dich nach Sonnenfall. Uiuiui. Hier oben waren wir wirklich noch gar nicht. Und hier ist noch ein Langhals. Ach du Scheiße. Das war gerade episch. Hier ist ein Händler. Für Jagdbedarf. Hm, siehst du mal. Wir müssen hier hoch. Ach, das war ja das die eine Stelle. Wir waren hier schon mal irgendwo auf einer Kuppel und haben hier rüber geguckt in den Nebel. Das könnte das gewesen sein, ja? Hier ist noch, was ist das? Metallblume. Ist das hier Wasser? Sieht so aus. Aber Leute, ich würde sagen, dass wir hierher gehen zum Lagerfeuer und dass wir dann hier runter und dann hier so rüberlaufen. Ich will den ganzen Weg eigentlich nicht abgehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, mach mal. Machen wir. So, hier. Ja, ich habe ein Schnellreisepaket. Siehste mal! Ich weiß natürlich, es gibt ein legendäres Schnellreisepaket oder ein goldenes Schnellreisepaket. Oder ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Das kann man bei den Händlern kaufen. Nicht bei jedem, glaube ich. Kann man, glaube ich, nur bei Speziellen kaufen. Und dann kann man unendlich schnell reisen. Man braucht nie mehr ein Paket verschwenden. Das wäre natürlich lustig. Kann man Schnellreisepakete verkaufen? Ich habe keine Ahnung, weil sonst hätte ich sie ja nicht wirklich nutzen. Weil wir kriegen genug Schnellreisepakete. Also im Moment habe ich noch nicht den Drang, irgendwie ein goldenes Schnellreisepaket zu kaufen. Sehen wir ja. Und jetzt geht es wirklich nach Sonnenfall zur Schattenkarcher Hauptstadt. Uiui, ich bin aufgeregt. Aber das am Ende jetzt, die Flucht war geil. Die Flucht aus dem Lager, die war geil. Aber wo kamen wirklich diese ganzen Schattenkarcher her? Wir sind doch vorher schon im Lager gewesen. Und wir haben da alles ausgeräuchert. Wo kamen denn die anderen her? Haben sie sich hergebeamt oder so? Das wäre eigentlich mal gut zu wissen. So, macht der Pro jetzt keinen Schwachsen. Was sind hier? Okay. So, da müssen wir lang. 740 Meter. WTF. Ich muss hier runter. Gute Frage, wo geht's hier runter? Wo geht's denn hier runter, Leute? Hier komme ich doch bestimmt runter, oder? Naja. Aua! Ah! Fuck. Hier noch eine heilende Darene. Was ist das für ein Zeug? Es sind nur Wächter und so weiter. Wächter, Plünderer. Ich brauche einen Pony. Bitte. Pony. Dann reiten wir dann nämlich hin. Das ist wesentlich komfortabel. Ja, einfach zu dem Weg hier, oder? Einfach zu dem Weg hier, ja? Wir reiten da einfach durch. Die gönnen uns mal. Wo ist hier der Weg? Oh, wir reiten hier einfach durch. Was sollen die uns schon machen? Kommt doch eh nicht nach. Hoffen wir es in Klammern. Nee, die haben keine Chance, die können nicht mit uns mithalten. Wir haben Lagerfeuer entdeckt. Da ist mir Schnuppe, Leute. Was ist das da vorne? Das ist größer, das ist nicht geil. Ich hoffe, der sieht uns nicht.
Der sieht uns. Der sieht uns echt nicht. Geil. Alter, jetzt sind wir wirklich in einer Wüste. Was ist das denn? Jetzt sind wir wirklich in einer Sandwüste. Was? Heftig. Heftig, heftig, heftig. Hier sind überall Plünderer. Das ist eine Plündererwüste, wie es aussieht. Das sieht aber auch geil aus hier. Das hat auch was. Natürlich bin ich mehr ein Fanatiker von Dschungel und so weiter, aber das hat auch was. Noch ein paar Graser. Sind die verdorben? Ne, sind normal, okay. Okay, hier kommen wir ganz gut durch. Also hier ist nicht wirklich eine Bedrohung. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Da ist eine Neben. Die sind nett. Die sind nett. Ich dachte immer, Sonnenfall ist die böse Hauptstadt. War ich da komplett falsch in der Annahme? War ich da komplett falsch in der Annahme, dass Sonnenfall die böse Hauptstadt ist? Dann sieht's so aus. Hat's doch nicht dasselbe Schicksal ereilt. Also nehmen wir mal mit. Hi. Sie ist so blass. Ist sie krank? Ja. Sie ist stark. Aber das Fieber will nicht sinken. Es wird immer schlimmer. Ihr Name ist Shiana. Meine Schwester. Kann ihr in Sonnenfall denn niemand helfen? Wir sind Geflüchtete. Wir kommen zuletzt. Und es gibt nur einen Heiler in diesem Gebiet. Er ist schwierig. Seine Seele ist im Schatten. Seine Seele ist im Schatten? Galif, so heißt er. Er ist sehr klug, aber er hat wenig Mitgefühl. Vielleicht hat die Wüste es ihm ausgebrannt. Vielleicht war er schon immer so. Wie auch immer. Er wird uns nicht helfen. Na, wir werden sehen. Wo kann ich ihn finden? Zuletzt hat er Soldaten in Wappenbrück verarztet. Noch ein Grenzkampf. Ach du Scheiße. Ich passe schon auf dich auf. Mann, die Kleine. Sie ist ruhig. Vorerst. Wo finde ich nochmal diesen Heil? Die Garnison. Ja, ist okay. Das machen wir auch. Das machen wir noch schnell. Unterversorgt als Waffenlager. Was? Heilers Eid. Okay. Holen wir uns. Stufe 22. Okay, können wir uns noch schnell holen. Wie weit? Der wohnt hier mitten in der Wüste, oder wie? Ja, okay, darauf habe ich gerade keinen Bock. Gut, wir machen das nicht. Ich glaube, jetzt siehst du auch mal zurück in die Wüste. Nee, das machen wir später. Du musst da leider noch ein bisschen aushalten. Dunkles Geheimnis, so. Bleiben wir also doch bei der Hauptquest. Lassen die uns, hier nicht, uns denn jetzt hier rein, oder? Wie gibt dich nach Sonnenfall? Ja, ich bin hier. Ich dachte immer Sonnenfall. In Sonnenfall sind wir nicht willkommen. Grüßen wir mal, hey. Ein kleiner Rat, Fremde. Wir befinden uns im Krieg. Entweder erweist du dich als nützlich oder du verschwindest. Schattenkarcher-Soldat. Ja, die Schattenkarcher, das sind doch die Bösen, oder irre ich mich da schon wieder? Nein. Nicht mal hier habt noch besseres Zeug, Mann! Ich dachte, ihr habt jetzt noch was richtig Cooles. Anscheinend nicht. Ich hab nicht mal. Mann. Aber warte mal, hier fallen Tränke, da können wir uns noch voll machen hier. Fehlt mir was? Achso, Inventar ist voll. Ach so. Machen wir uns da auch noch schnell voll, weil vorher wieder schnell trainiert sind. Doch, mag man ganz gut. Da sind wir auch voll, alles klar. Verkaufen können wir irgendwas? Nein. Doch, können wir. Ja, kannst du alle haben. Ich bin reich. Ich könnte mir das alles kaufen in dieser Welt.
Was laber ich hier? So, was behalten wir? Ich glaube, dass die einfach nicht wissen, wer wir sind und dass wir deswegen hier reinspazieren können. Ich glaube, dass hier wirklich viel Scheiße abgehen könnte. Was ist das hier? Ach du Scheiße, was? Oh shit. Ein Behelmoth! Heißt doch so, oder? Oder ich wieder Sonnenring. Die stolze Tradition der Kaja. Raus aus meinem Fokus. Wenn dich die Eklipse erwischt, wirst du nicht mal lange genug überleben, um im Ring zu enden. Ja, ja, okay. Das heißt, wir sind jetzt werden wir doch sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Was? Was? Sehr gut. Was war das denn gerade für ein Ladescreen? In der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Meine Kadetten hier! Sieh dich um. Ja, mach ich. Machen wir auf jeden Fall. Was ist hier? Aber Leute, wir werden uns hier. Wir haben uns hier wirklich in den Feind geschlichen. Also in die Hauptstadt des Feindes. Das finde ich geil. Das sind hier voll die Infanteristen. Aber Leute, diese Hauptstadt oder dieses feindliche Gebiet werden wir in der nächsten Folge erkunden. Seid doch mal leise da unten, wenn ich abmoderiere hier. Verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Ihr kriegt den doch kaputt, oder muss ich euch helfen? Aber Leute, ich würde erstmal sagen, das war's für die heutige Folge von Horizon Zero Dawn. Morgen 15 Uhr geht's natürlich wie gewohnt weiter. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst einen Kommentar da und eine kleine Bewertung, wie es euch gefallen hat. Ihr wisst, wie es läuft. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.